Dora starrt dich an. Selbst welche können dasselbe tun. Manche schauen einfach zu, andere versuchen Seelen zu weben, so sie sich sie so sicher wie weit, wenn über Evon die Wir zu führen. Wahrscheinlich über den Fluss hier nach in den Dürrwald. Er wendet sich ab. Das ist der Grund, weshalb ich die Hohlgeburten korrigiere, auf die ich treffe. Und diejenigen, deren Hinterher daran schuld sind, dass diese Saat auf dem Boden verschüttet wurde, gleich mit. Die Hohlgeburt korrigieren. There are more vessels. It is simply equaling of the process. Es gibt weniger Seen, aber mehr Gefäße. Es handelt sich um einfache Ausgleichung des Vorganges. Das ist Mord, also macht es dir nichts aus, sie umzubringen? I feel more remorse in putting down a slathering hound. A wicked, less than a mongrel in its misery. Genau, Wichte heißen die. Murder is a kindness, not a crime. Always has been. I would sooner put the blade to those who are to blame instead. If any spirit should be punished, it's theirs. Thorin schnappt verächtlich. Ich fühle mehr Reue, wenn ich einen räudigen Hund erschlage. Das ist sehr sympathisch. Ein Wicht? Weniger als ein Straßenköter in seinem Elend. Mord ist ein Akt der Nächstenliebe, kein Verbrechen. Das war schon immer so. Viel eher würde ich stattdessen den Schuldigen die Klinge an den Hals setzen. Wenn irgendwelche Seelen bestraft werden sollten, dann sind es ihre. Und wem soll man die Schuld geben? Die Felder des Dürrwalds sind voll mit Schwäche, reif für jene, die ihre Spielchen mit Seelen und dem Verstand treiben. Er legt sich zu seinem Stirnrunzel in die Falten. Beseeler und ihre Art, Wächter auch, sie tragen eine größere Bürde als ihre Opfer und erleiden schwerere Strafen. In jedem Jahr hat es ein neues Verbrechen gegeben. Den Krieg des Heiligen, die Hohlgeburten und die Erlösung. Es gibt keinen Beweis, dass die Wächter die Schuld an diesen Ereignissen tragen. Es gibt nur wenige, die eine Seele auf diese Weise formen können. Nur und starte ich an. Und jeder Wächter, jeder wahre im Dürrwald geborene Wächter, kann das Verbrechen sehen, selbst wenn sie es nicht verursacht haben. Die Stille allein ist belastend. Und warum bringst du mich da nicht um? Murder you? I would not grant you any of them. The mercy I grant the Hollowborn. You would not be deserving of. Thorins lacht kalt. Dich ermorden? Ich würde dir oder irgendeinem von ihnen nicht die gleiche Gnade gewähren, die ich den Hohlgeburten gebe. Du hättest sie nicht verdient. Du würdest Mord mit Gnade gleichsetzen? Murder is an old word. Mercy is letting a soul fly free to the next body. True punishment? Ruining someone to their soul. Crack their spirit like you would crack their skulls with a staff. Beat them. Hurt them in mind and body, so their souls become shards. But you leave it inside the vessel, like a bag of glass, to either choke on it or pass it through their bloody stool. Thorin spottet. Mord ist ein altes Wort. Gnade ist, wenn man eine Seele frei in den nächsten Körper fliegen lässt. Echte Bestrafung? Jemanden, bis sie die Seele ruinieren. Thorins Hand festigt ihren Griff um seinen Stab, als ob er ein Gebet aufsagen würde. Ihre Seele spalten, wie man ihre Schädel mit einem Stab aufschlagen würde. Sie schlagen, in Verstand und Körper verletzen, damit ihre Seele zersplittern. Aber man belässt sie in dem Gefäß wie einen Beutel Glasscherben, um entweder daran zu ersticken oder sie mit ihrem blutigen Stuhl aufzuschneiden. Then, leave it in the body to think on it, like planting a new field with the right seed. Dann, er verdreht seine Hand und deutet dadurch eine abschließende Bewegung an, worauf er zufrieden grinst. Lässt man sie in dem Körper, um darüber nachzudenken, als ob man ein neues Feld mit der richtigen Saat pflanzt. Das auf jeden Fall, Durens ist doch nicht so ohne, wie ich zuerst gedacht habe. Der ist ja fast schon ein richtiger Psychopath. Naja, das klingt, als hättest du es in deinem Gedächtnis anvertraut. May I make upon your flesh, but flame leaves marks that cannot heal. Margrin doctrine dictates true punishment is one that remains in memory, in the soul, in the flesh. Even should the victims die, slowly or swift, sometimes by their own hand afterwards, the lesson lingers.
burned in their flesh. Dorin klingt plötzlich düster und beginnt zu zitieren. Viele Spuren hinterlasse ich auf deinem Fleisch. Flammenspuren, die nicht heilen können. Markins Doktrin schreibt vor, dass wahre Bestrafung solche sind, die einem in Erinnerung bleiben, im Gedächtnis, in der Seele, im Fleisch. Selbst wenn die Opfer sterben, langsam oder schnell, manchmal hinterher durch ihre eigene Hand, verweilt die Lektion eingebrannt in ihr Fleisch. Das scheint mir sehr streng zu sein, darin liegt eine gewisse Gerechtigkeit. Ich würde das erst leben. Have you seen a man branded by flame? He remembers it always, in every waking movement. It is a lesson writ in the only ink and vellum that matters, blood and flesh. One can burn the soul as well. It is an art, and I do not take pleasure in it. But there is more at stake here than forgiveness. Many of Aethys's faith were punished in the purges following the Saints' War. And the ones that harmed children, they suffered worse. Hast du jemals einen von der Flamme gebrandmarkten Mann gesehen? Er erinnert sich stets daran bei jedem einzelnen Schritt. Es ist eine Lektion geschrieben mit Blut und Fleisch, den einzigen Schreibwerkzeugen von Belang. Das stimmt wirklich, ein gebrandmarkter Mann lebt mit diesem Mal sein ganzes Leben lang eigentlich. Man kann auch die Seele verbrennen, es ist eine Kunst und ich finde keine Freude daran, aber es steht mehr auf dem Spiel als Vergebung. In den Säuberungen nach dem Krieg des Heiligen wurden viele von Iotas Anhängern bestraft. Und jene, die Kindern geschadet hatten, die erlitten noch Schlimmeres. Was meinst du damit? We did what must be done. Wherever they were rooted out, their souls reclaimed. And if they couldn't be reclaimed, we ensured they would never inhabit another body. Dorins verhärtet sich und er umklammert den Stab in seiner Hand. Wir taten, was getan werden musste. Wir stöberten sie auf, wo auch immer sie waren, und holten ihre Seelen zurück. Und wenn man sie nicht zurückholen könnte, so sorgten wir dafür, dass sie niemals andere Körper bewohnen könnten. Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichte befragen. Wenn du mich weiter belästigst, könnte ich dir für jede Frage die Spendenschale reichen. Genug jetzt der Fragerei, lass uns den Weg zum nächsten Lagerfeuer führen. Also. Whatever happens, at least we're out of that mud hole, Gilded Vale. I grew up in Gilded Vale. Quaint, that's what I meant to call it. No, you had it right. Also sagt er jetzt nichts mehr. Fragen? If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Okay, er sagt mir doch was. Okay, er will mir nichts mehr sagen, hä? If doubts and curiosity. Nein, er sagt uns nichts mehr. Okay, dann war es das jetzt auch mal lieber, weil sonst wird das viel zu lang. Ich denke mal, wir gucken uns jetzt hier um. Gucken wir mal kurz auf die Map. Da geht's zu Ondras Geschenk. Hier ist ein Sanatorium, in das wir reingucken können. Und dort sind ein paar Häuser, der Kupferweg. Also entweder wir arbeiten uns hier mal durch, was ich am besten finde. Also gucke ich erstmal hier, dass ich den Ondras Geschenk freischalte. Da gehen wir nämlich als nächstes hin. Sanatorium. Wir können durch die Fenster spicken. Diese reißenden Fenster wurden mit Eisenstangen und doppelwandigem Glas verstärkt. Klingt so mal sehr gut. Ich will nicht wissen, was ich da drin jetzt sehen werde. Also schon mal ziemlich leer. Ein Sanatoriumwächter. Hier können wir die Seele sehen. Hier sind Edelmänner. Und ja, ich habe ja gesagt, das mit den Seelen, das lasse ich mal gut sein. Und der spricht mit einer Statue. Die Seele dieses Mannes wurde von einem Biowak zerrissen. Wie man sieht, zeigt der Patient keinerlei Reaktion. Typisch für ein Seelentrauma. Der Beseeler legt einen kleinen Stein auf die Stirn des Patienten.
Ein Teil seiner Seele wurde in der Nähe seines Körpers gefunden. Wir haben diesen Stein als Gefäß für die Übertragung verwendet. Hörst du mich, Oswin? Die Augen des Patienten öffnen sich langsam, bevor er ein paar schwerer Gesichtsausdruck übermannt. Leider hat die anhaltende Dissoziation bleibende Nebenwirkungen. Der Patient wird immer aufgeregter, er stöhnt und ächzt und reißt an seinen Gurten. Wir sind überzeugt, dass wir durch weitere Forschungen Patienten wie Oswin rehabilitieren können. Sprich, heilen. Okay, mit dem können wir sogar reden. Auf dem Tisch liegen eine Reihe von Prospekten und Broschüren mit Titeln wie die praktischen Vorzüge der Beseelung und Seelenanpassung für die gut angepasste Seele. Klingt nach billigen Klatschmückern. Ein glatzköpfiger Mann mit krummer Nase deutet demonstrativ auf den reglosen Körper eines Patienten, der vor einer kleinen Gruppe interessierter Zuseher liegt. Er spürt einen Blick auf und hält inne. Möchtest du zuhören? Was genau tut ihr hier? Wir sind so nah an der Glanfantan-Wildnis, dass wir jedes Jahr mehrere Bierweckopfer haben. Überlebende, die mit Komplikationen zu kämpfen haben. Dieser Mann hier ist ein schwerer Fall, seine Essenz ist nur ein seidener Faden. Ich stehe noch am Anfang meiner Forschung. Ich frage gerade erst an, Zusammenhänge zu verstehen. Aber mit der Zeit finde ich hoffentlich einen Weg, die Leute vor den Auswirkungen des Sturms zu schützen. Well met, friend. Und noch über das Sanatorium möchte ich was erfahren. Er nickt eifrig. Es war die Aufgabe, die mich angezogen hat. Die Behandlung der Verstörten. Klingt sehr toll. Niemand sonst schien sich für sie zu interessieren. Hier vollbringen sie wundervoll für sie. Ich habe gesehen, wie Menschen von unstillbarem Verlangen und gierigem Hunger geheilt wurden. Ich habe Krüppel laufen sehen und Patienten mit Dysphorie lachen. Alles in diesen Mauern. Der Gedanke, dass der Duck mit einem einzigen Befehl allem ein Ende setzen könnte, hält mich nachts wach. Und ja, ich glaube mittlerweile, dass der Duck doch eine höhere Position hat als Redwick. Weil Redwick ist nur der Steward von Goldtal oder der Region Goldtal. Während aber Rechtsklick für Details. Oh, ein Geschichtsbuch. Das nehme ich gern mit. Also ein Stück. Jetzt möchte ich mal bitte mit dir reden. Oberwärter Etenor. Also ja, was ich gerade noch sagen wollte, der Redwick ist nur der Steward, also der Verwalter von Goldtal oder der Region dort. Der Duck ist wahrscheinlich für Trutzbucht und alles verantwortlich. Oberwächter Ethelmoor, eine gut gepflegte Statue eines Mannes im mittleren Alter, wacht über den Raum. Reglos blickt sie über das geschäftige Treiben hastig dahin leidender Akademiker, die von hoffnungsvollen Verzweifelnden bedrängt werden. Sie strahlt eine starke Wärme aus, die du auch am anderen Ende des Raumes spürst. Unter dem Stein ruht eine menschliche Seele. Du spürst, wie ihre Aufmerksamkeit sich auf dich richtet. Also so ähnlich wie die Vogtin im Thronsaal, in unserem Thronsaal. Es ist lange her, dass ein Wächter diese Hallen mit seiner Anwesenheit beehrt hat. Seine Stimme erzeugt ein tiefes Echo, das den Boden unter deinen Füßen erzittern lässt. Ich beneide dich um deinen natürlichen Tiefblick. Es wäre mir zu Lebzeiten bei meiner Arbeit eine große Hilfe gewesen. Nun denn, was führt dich in mein Sanatorium? Okay, so kann das Sanatorium immer weiter existieren, wenn der Direktor sozusagen auch immer weiter existieren kann. Ich frage mich, wie du in diesen Schulstand geraten bist. Also ja, wurde den Stein. In den Stein gebannt sozusagen. In die Statue meinst du? Nun, er lacht. Ich war alt und es erschien mir einfach falsch, ein ganzes Leben im Dienste der Entdeckung, nur um es im Tod alles zu verlieren. Irgendwo würde ich irgendwann in einem neuen Körper erwachen, ahnungslos und unwissend, und einen völlig anderen Weg anschlagen. All meine Erfahrungen wären vergeudet gewesen. Wenn wir je die Grundlagen unserer Existenz begründen wollen, müssen unsere physischen Limitierungen überwinden. Davon bin ich überzeugt.
weiterzuleben als Teil von etwas, was ich mit aufgebaut habe, erschien mir ein besseres Vermächtnis als das, welches die Natur im Sinn hatte. Die Übertragung selbst war recht simpel, was unsere Techniken angeht. Dafür bin ich dankbar. Das Spiel mit Sehen ist sehr viel einfacher zu akzeptieren, wenn es nicht die eigene ist. Aber ich vermisse es, mich aktiv an den wissenschaftlichen Bemühungen hier zu beteiligen. Hin und wieder hat einer unserer Beseeler Erbarmen und zieht mich bei einem Problem zu Rate, aber sie sind von Natur aus eifersüchtig und scheuen daher meist die Zusammenarbeit. Wenn du so selbst darüber nachdenkst, kann ich dir sagen, dass es nicht für jeden geeignet ist, die sich zu schnell zu langweilen beginnen.